kommen wir zu unserem nächsten Gegner und damit natürlich auch zu der Frage, was haben wir zu erwarten und wie geht auch unsere Mannschaft mit den Ereignissen der letzten Woche um. Es waren natürlich auch einige Spieler bei uns auf Länderspielreise, leider keine Deutschen, beziehungsweise nur Deutsche außerhalb der A-Nationalmannschaft. Ja. Ja, der Gegner, der HSV. Da fällt einem zum erster Linie mal der Trainerwechsel ein. Absolut. Und wie er abgelaufen ist. Ja, das ist merkwürdig alles. Ich glaube, damit kann man es ganz gut beschreiben. Ich glaube, dem HSV hat es nicht gerade gefallen, dass der, oder eher gesagt, ich sag mal die Geschäftsführung, dass sie so gut gegen die Bayern aufgetreten sind. gut, aber jetzt ist Labbadia weg, Gisdol ist wieder ist da und ich finde es halt wirklich extrem merkwürdig, dass er erstmal nur einen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben hat. Angeblich war es sein Wunsch. Da ist er auch gut beraten mit. Naja, auf der anderen Seite hätte man natürlich sich da auch vertraglich schön was zusichern lassen. Ja, klar, Bruno sitzt da jetzt wahrscheinlich ganz locker zu Hause und steckt sich da wahrscheinlich die extrem gute Bezahlung des HSVs monatlich ein. Nein, aber es ist so ein bisschen typisch HSV aus meiner Sicht, wie das auch wieder gelaufen ist. Irgendwie hat man einfach nicht das Gefühl, dass da die Kontinuität oder Ruhe einkehrt und dass es sicherlich auch mit Michael Kühn hat das zu tun. Und also ich meine, da wurde schon so viel drüber gesprochen und geschrieben. Ich finde, wir sollten da jetzt nicht das Riesenfass aufmachen. Nein, müssen wir auch nicht. Nur ich finde halt, der Trainerwechsel ist wieder so typisch verlaufen, wie man es eigentlich vom HSV in den letzten Jahren erwarten kann. Ja, ich finde es halt so lustig. Man hat Labbadia die Woche vorher unfassbar angezählt. Es war eigentlich klar, es passiert. Ja. Und man hat, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich damit gerechnet oder vielleicht sogar insgeheim so ein bisschen darauf spekuliert, dass man gegen die Bayern richtig auf die Mütze bekommt. Ja. Und dann geht es ganz knapp 1-0 aus. Und eigentlich war es wirklich auch, ich meine, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen, aber nach dem, was man gehört hat, doch wirklich ordentlich und kompakt und jetzt nicht wie eine Mannschaft, die gerade Auflösungserscheinungen zeigt. Nee. Kein Argument eigentlich für einen Trainerwechsel. Wobei natürlich grundsätzlich, glaube ich, die Tatsache, dass Labbadia jetzt nicht mehr viel eingefallen ist, sich schon ein bisschen durchgezogen hat. Also ich sehe ihn auch ehrlich gesagt nicht als Trainer, der jetzt, und das hat er ja auch noch keinmal geschafft, irgendwie der über einen längeren Zeitraum, über anderthalb Jahre hinweg, eine Mannschaft aufbaut. Er ist jemand, der am Anfang immer Feuer entfachen kann, aber der dann irgendwann sich auch abnutzt und dann taktisch nicht so versiert ist. Ich habe einen guten Freund, der sich ja beim VfB Stuttgart gerade quält in der zweiten Liga. Und der hat für ihn bei Labbadia nach einer relativ kurzen Zeit auch ein rotes Tuch, weil er einfach dann sehr, zum Teil auch nicht nachvollziehbare Personalentscheidungen getroffen hat und eigentlich taktisch nicht wirklich weiterkommt mit der Mannschaft. Nee. Von daher, aus der Sicht verständlich, der Zeitpunkt denkbar schlecht und die Außendarstellung noch schlechter. Also, absolut, wie gesagt, es passt aus meiner Sicht voll zum HSV. Und ich meine, sportlich muss man jetzt mal gucken. Also ich glaube, ein Potenzial ist in Hamburg auf jeden Fall da. Sie haben einen vernünftig aufgestellten Kader. Zu hinterfragen sind die Charaktere vielleicht beim einen oder anderen, weil es ist ein sehr bunter Kader. Es sind teilweise Spieler, wo du dir jetzt denkst, passen die menschlich so gut zusammen? Muss man halt sehen. Dann muss man gucken, ob Gisdol das schafft, daraus eine Einheit zu formen. Ich kann jetzt auch noch nicht über die Fähigkeiten von Gisdol so sehr urteilen, da ich jetzt sage, er schafft es auf jeden Fall oder er schafft es nicht. Aber Potenzial ist da, dass der HSV die Kurve kriegt. Ich meine, er hat es ja in Hoffenheim. Wobei es, muss ich kurz sagen, langfristig ändert das beim HSV, finde ich, absolut überhaupt nichts, weil es wird so weitergehen wie bisher. Das ist kein Trainer, wo jetzt, oder bei dem jetzt dann Kühne sich dann veranlasst, der zu sagen, der steht bei mir unter besonderem Schutz. Das ist wieder nur jemand, so ein einfacher Trainer aus der Bundesliga, könnte man sagen, wo dann schnell wieder gesagt wird, ja gut, wir brauchen jetzt jemanden mit Format und dann werden dann irgendwie schnell dann die großen Namen wieder genannt. Und das ist eben Hamburg. Hamburg ist eine große Stadt. Hamburg hat ein Selbstverständnis als Weltstadt und natürlich wird das auf den Club auch immer wieder auch projiziert dann. Ne? Ja, ich gucke gerade mal hier, was so die Aufstellung angeht. Was hat denn jetzt Gisdol anders gemacht in seinem ersten Spiel, als es zum Beispiel Labbadia gemacht hat. Und das hält sich in Grenzen. Also er hat da sogar wieder aufgestellt, der das auch ganz okay gemacht hat in Berlin. Ansonsten hat er da eigentlich die Leute gebracht, die vorher schon kamen. Und ich meine, ich gucke mir gerade die Kickernoten hier vom Spiel an. Gut, klar, Kickernoten immer mit einer gewissen, hier kannst du gerne auch mal drauf gucken, wir haben hier Ekdal hat eine 6 bekommen, Kleber eine 5, Holtby eine 5, Wood eine 5, also da war jetzt nicht irgendwie der Eindruck. Aber gut, da muss man auch sagen, Hertha ist einfach im Moment auch gut in Form, von daher.
Ja, das stimmt. Es ist sicherlich auch kein leichtes Spiel gewesen. Und auch nicht gerade das Spiel, was man sich vielleicht als neuer Trainer wünschen würde. Nee, das ist richtig. Also deswegen, auch jetzt wird man sich nicht freuen, in den Borussia-Park zu müssen. Genauso freut sich, glaube ich, unsere Mannschaft genauso wenig, dass man eigentlich nur verlieren kann. Das ist richtig. Und man spielt gegen eine Mannschaft, die jetzt nach der, gut, auch die haben viele Nationalspiele, aber die Mannschaft wird jetzt natürlich anders aussehen als nach der knappen Woche, die er jetzt Zeit hatte, als sie dann nach dem ersten Amtseintritt ausgesehen hat. Ja. Also man weiß es einfach nicht, wie der HSV spielen wird. Und wir dürfen uns ja nicht, oder wir müssen uns zurückerinnern an den letzten Auftritt, dass wir hier ja eigentlich Lucien Favres, ja, eigentlich war das der letzte, der Sargnagel eigentlich für seine Trainerschaft. Ja, bei uns, für ihn selber. Mich. Ja, das war auch schlimm. Freitagabend 0-3 gegen den HSV. Ja, gegen diesen HSV. War dann auch eine der letzten Niederlagen, die man zu Hause einstecken musste, ne? War es mittwochs? Auf jeden Fall kam danach das Köln-Spiel. Und dann sind wir natürlich dann rausgegangen. Nee, aber aus meiner Sicht, man muss das Spiel gewinnen. Egal, was kommt. Man muss es vor allen Dingen auch gewinnen, weil man nun mal auswärts die Punkte nicht holt. Es ist wichtig, oben dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch möglich. Man wird zu Hause wieder voll motiviert sein. Ich glaube jetzt nicht, dass die Spieler irgendwie, die auf Länderspielreise waren, irgendwie jetzt riesig groß erschöpft waren oder nicht mehr drin sind. Also von daher, ich hoffe, eher gesagt, es wird wie immer, dass man einfach zu Hause wieder richtig dass sein anderes Gesicht zeigt. Und das Spiel klar gewinnt. Weil Hamburg ist sicherlich nicht gefestigt und wenn man es schafft, die ein bisschen zu verunsichern und mit der richtigen Einstellung ins Spiel geht, sollte da ein Sieg. Du hast es ja eben schon gesagt, wir dürfen jetzt nicht wieder Geburtshelfer eines Aufschwungs sein, genau. Wie wir es bei Schalke waren. Wir gehen mal davon aus, dass es den geben wird. Einfach gucken, dass wir dieses Spiel gewinnen. Mit welchem Personal wird man sehen? Ja. Die Frage ist, inwieweit jetzt das Schalke-Spiel Rückschlüsse darauf zulässt, wie wir agieren im Vergleich. Ich hoffe, das Schalke-Spiel ist ein bisschen jetzt der Warnschuss, den man dann gehört hat und nach dem Motto so, wir setzen uns jetzt besonders dann in den nächsten Spielen auf die Hinterbeine. Das kann gut sein. Ja. Aber sonst ist es einfach schwierig, jetzt im Vorfeld zu prognostizieren. Wir sitzen jetzt hier an einem Sonntag, das heißt, wir hoffen einfach, dass alle gut heimkommen und von Verletzungen verschont bleiben, wir einfach aus dem Vollen schöpfen können. Und mal sehen, was mit Strobel ist, mal sehen, was mit Raphael ist. Tendenz geht wohl dahin, dass sie nicht unbedingt schon für das Spiel in Frage kommen. Ja. Schubert sprach von Mittwoch Mannschaftstraining möglicherweise. Mhm. Da sollte man auch nichts überstürzen. Nein, auf keinen Fall. Ich finde, man sollte gucken, dass die wieder richtig fit werden und dann langfristig helfen. Weil bei Raphael hat man ja auch gesehen, er hat es ja in der zweiten Halbzeit gegen Barcelona nochmal versucht. Ja. Vielleicht hätte man den schon direkt rausnehmen müssen, aber gut, das waren 5 Minuten, glaube ich. Es war halt auch einfach auch elementar wichtig, dass er war der Spieler, der den Unterschied gemacht hat. Das hat man in der zweiten Halbzeit dann gesehen. Aber Barcelona ist jetzt schon wieder so gefühlt so weit weg und ist ja doch dann letzten Endes irgendwie ein Bonus. Ja. Selbst wenn da mehr drin gewesen wäre. Die Realität ist Hamburg. Ja. Die Realität heißt HSV und heißt eben wirklich, sich jetzt hier wieder in der Bundesliga zu festigen.